Seebeben in Wörth ist eine anstrengende Angelegenheit, die man aber gerne in Kauf nimmt, ist es doch eines der besten Partywochenenden im Sommer. Die wohl bekannteste Ska-Band aus Niederösterreich hat mit quasi Heimvorteil den Lake zum Shaken gebracht, spätabends. Ja, natürlich ein gemeinsames, tolles Fest. Wir haben da ein halbes, dreiviertel Jahr geplant, organisiert und sind froh, dass heute das alles Früchte trägt. Ja. Das Ambiente ist perfekt, wir haben Vollmond, wir haben eine super Band, wir haben tolle Gäste, also alles, was man sich wünschen kann. Auch wenn, wie es scheint, die Wünsche an so einem Wochenende eher bescheiden sind, Hauptsache ein Mordsgaudi, eine fette Musi und dazu abschicken bis zum Umfallen. Was halten Sie von dieser Band? Alter, so super! Diese einsame Spitze! Also die Band, die habe ich vorher schon mal gehört in Wallsee. Da war der Mostviertelkanal war auch da. Da habe ich mit meiner Band auch gespielt. Buffalo Bells, keine Schleichwerbung. Mega Stimmung eigentlich heute, oder? Das ist voll cool, das ist auch geil ist! Very, very nice, very, very nice. We just came, but it seems very nice. The people are nice here, the music is very good. So, nice Austrian ladies, so we are enjoying the time here. Ein Hoch auf Alaska, die mit ihrer unverkennbaren Show das Open Air pulverisiert haben. Gar nicht so leicht, wenn man dann nach diesem Abend noch standfest am Wasser den Wakeboard Contest am nächsten Tag bestehen muss. Was für eine Klasse, warten Sie morgen mit? Ja, ich bin Open Man, Leute. Ich send mich morgen runter, Leute. Ja. Ich fahre einfach bei den Wakesharks und ich bin einfach dabei und fahre. Das ist ja das erste Mal Open Man. Ich darf selber mitfahren bei den Wakesharks. Hab die Ehre. Und ja, schauen wir mal, was morgen rauskommt. Es ist voll geil. Aber ich bin gern bei den ganzen Contests dabei, weil ich meine ganzen Freunde sehe, was sonst den ganzen Jahr nicht halt irgendwie so sehen. Ja, meine Freunde nimmt Part auf die Europameisterschaft hier mit dem Jetski. Jet Power Team von Athens, Griechenland. Sagt sie selber Jetski fahren oder Wakeboarden oder sonst was? Ich tue es nicht, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Und was haben Sie für Tricks auf Lager? Ja, so Hillside, Toeside, Wake to Wake. Aber zuerst Qualifications easy und noch ein Final Set. Easy, ja. Yeah. Okay. Sending. This is not sending, plan, send it to the limits. Okay, und was dann, wenn Sie nicht am Stocker kommen? Dann gehen wir eingraben. Okay, eingraben ist gut. Die Band hat ultimatives Ska-Fieber ausgelöst und den Party-Erprobten keine ruhige Minute gelassen. Und trotzdem war alles easy in der Shake the Lake Area beim Seebeben Beach Party Festival in Wörth.